So. Alles klar, dann machen wir das so, Sarah. Ich komme sofort vorbei, so oder so. Ja, nee, hat aber auch wirklich nicht gespeichert. Ja, es ist halt, prinzipiell ist es okay. Also ich habe jetzt nichts dagegen, irgendwie Sachen einzupacken oder sowas. Aber es ist halt einfach mega stressig, weil ich erst um 9 Uhr anfangen darf. Und um 11 Uhr kommt DHL. Und wenn du dann in der Zeit die Sachen alle raussuchen musst, oh, Katharina will noch was. Wenn man dann die Sachen alle raussuchen muss und dann verpacken muss und man findet die Sachen erstmal nicht, das ist dann irgendwann, wird es dann ziemlich eng von der Zeit. Hi, Wolf's Rain. Es gibt Emotionen für alles. Diese zum Beispiel, wenn du wieder mal die Nacht durchgetanzt hast. Klasse, oder? Jemand sieht deine Ermüdung und weiß sofort, hey, auf einer Party lässt es richtig krachen. Yay, ich freue mich. Ich kann müßen. Kann gehen. So. Emotionsmeister. Wir alle müssen Emotionen verwenden, um die Insel vor dem Untergang zu bewahren. Na gut, das ist vielleicht übertrieben. Aber Meilen bekommst du trotzdem, je nach Anzahl der gelernten Emotionen. So, lernender Tänzer, lernende Tänzerin 500. Meilen gibt es nochmal oben drauf. Du musst ab Donnerstag wieder in die Schule. Freust du dich gar nicht drauf? Es sind ja viele, die sich tatsächlich eigentlich wieder drauf gefreut haben, auch wieder in die Schule gehen zu können. Einfach weil viele sich zu Hause dann auch gelangweilt haben mit der Zeit, beziehungsweise ihre Freunde nicht mehr gesehen haben. Oder aber auch wirklich Probleme hatten, dass sie gesagt haben, hey, ich muss ja irgendwie die Sachen lernen, ich muss ja den Stoff irgendwie lernen, aber ohne Lehrer fällt mir das unwahrscheinlich schwer. Deswegen haben sich ja viele auch wieder darauf gefreut, in die Schule zu gehen. Da. So, ich möchte fliegen. Jemanden besuchen. Ich hatte private Lehrer. Ja, gut. Dann wäre bei dir nur noch der Punkt, dass du dich auf deine Mitschüler freust. Hey, Neopain. Es ist richtig stressig, zumindest in der Oberstufe, da wir in 3 Wochen noch 9 Klausuren schreiben. Ach du Scheiße. Das ist ja kompletter Overkill. Weißt du, was wir in einem Stream über Pietro geredet haben und den Ballon habe ich einen Tag später... erst Kapitel 2 geschaut? Hä? Ich weiß gar nicht so richtig, was du mir sagen möchtest. So, ja, wir möchten ja nach Querencia. Ich darf jeden Tag um 5 anfangen, um Fieber gemessen zu bekommen. Was? Was zur Hölle? Das macht ja auch Spaß. Ich muss leider weg, hab nicht genug Akku und es hängt, aber es lädt nicht. Oh, ja. Das Problem kenne ich, Black Lady. Habe ich im Moment mit meinem Handy auch häufiger. Mega nervig. Ach ja, Pietro und der rote Ballon, dass er einen roten... Ja, ja, genau. Wegen dem Clown und wegen S. Da war was, Tammy. So, hallo Mia. Ich habe dich damit jetzt begrüßt, aber Grüßen an sich mache ich nicht. Ich habe tatsächlich noch nicht einen einzigen Teil von S geguckt. Ich mag aber auch Horrorfilme überhaupt nicht. Alle sind aufgeteilt in verschiedene Slots, um viele Leute am Eingang zu vermeiden. Ah. Ah, okay. Das ist ja krass. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was du genau machst. Das ist ja auch hübsch mit den Kirschblüten. So, dann müssen wir noch mal gucken. Irgendwo hier hinten war Marie. Oh, das sieht ja auch toll aus mit den Fahrrädern. Hübsch, hübsch. Ich habe mich verlaufen.
War sie hier drin? Nee, ne? Huch! Ich bin lost. Nein, hier ist sie nicht drin, aber die hat ja ein süßes Haus. Sabine! Oh, ein neues Gesicht. Mein Name ist Sabine. Du bist wohl von einer anderen Insel zu Besuch gekommen. Verstehe, Cuddy heißt du also. Habe ich das richtig ausgesprochen? So, auf Querencia hast du jetzt zumindest eine Freundin, Watschel. Ja, total schönes Grammophon. Ich mag die Wohnung generell. Ich mag auch hier hinten die Blume. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Und ihr müsst jeden Tag das Fieber messen lassen. Das ist krass. So. Jetzt gucken wir nochmal vorbei und gewinnen Marie nochmal für uns. So. Da ist sie wieder. So, ja, komm auf meine Insel, das drücke ich jetzt hier einfach mal durch. Das hatten wir ja schon. Willkommen zurück, Charmeur. Und die Chrissy hat mir gerade was geschrieben. Ach so, die Chrissy wollte den Bonsai-Tischner Schlüsselbrett haben. Hast du zufällig auch das Rezept für Schilder? Nein, tatsächlich habe ich das nicht. Aber das kann ich, das werde ich dann definitiv machen. So, also jetzt hat sie das Haus bei mir reserviert quasi. So, und dann werden wir jetzt noch den Rest des Streams uns ein bisschen umgucken bei der Sarah. Hier in dem Haus war ich auch noch nicht drin. Klopf, klopf. Bin generell fast immer lost. Ach, hier wohnt Barry. Ja, mit dem haben wir ja schon geredet. Der lebt sehr bunt. Sehr, sehr bunt. Aber goldig. Da waren wir schon drin. Hier unten am Strand waren wir auch. Hier oben waren wir auch. Wow, das sieht ja auch mega aus. Oh Leute, ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich so sehr aufs Terraforming. Und ich freue mich drauf, wenn ich so Treppen bauen kann. Oh, das ist ja cool. Wie mega. Ach, den kann man auch wirklich nutzen. Ich bin zu doof, den zu nutzen. Ich weiß nicht, wie ich den nutze. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung von nichts. Immer A drücken. Ah, ja. Yay. Warte mal, hier hinten waren wir auch noch nicht entsprechend. Oh wow, es ist laut hier. Das ist ja auch ein hübsches Haus. Oh, guck mal da mit einem kleinen Planschbecken hinterm Haus. Wie goldig. Voll süß. Oh. Die Dina. Moin, Kadi. Alles senkrecht auf Diamantina. Ja, haha. Nein, wir zwei Hübschen kennen uns noch nicht. Dass du gerade zu Besuch bist, weiß aber jeder. Ich bin die Dina und ich liebe Querencia mit jedem Tag, den ich hier bin, mehr. So, und jetzt höre ich auf, dich weiter zu nerven. Genieß unser Inselleben und immer sauber bleiben. Wie lustig, ne? Wie mein erster SSO-Charakter, Dina. Ich mag Dina sehr, sehr gerne. Ich kenne den Namen aus dem Sims 2-Trailer mit Don und Dina. Oh, wie süß! Ja, Rosa, dein Name ist Programm. Und ich habe dich hier noch nie gesehen. Das heißt wohl, du kommst von einer anderen Insel? Verstehe, Cuddy heißt du also. Freut mich, mein Name ist Rosa. Schön, mal jemanden von außerhalb kennenzulernen, Zähni. Hey, Marie. Das ist auch cool, hier so mit der Grillecke, ne?
was man alles machen kann. Also das Spiel ist schon... Genau, und die Hecke, die möchte ich auch bauen können. Und deswegen will ich das Unkraut behalten. Hey, Chrissy. Oh, das ist... Oh, Erik. Ja, ich, so einen hätte ich auch gerne noch. Ein Rentier oder ein Reh. Oder ist das ein Elch? Auf jeden Fall irgendwas in der Richtung. Oh, bist du diese Besucherin von Diamantina, von der ich gehört habe? Kadi? Zum Glück habe ich mich daran erinnert, sonst hätte ich gedacht, du wärst eine Spionin oder so. Ich heiße übrigens Erik. Willkommen auf Querencia, Hirschel. Es ist ein Hirsch. Oh mein Gott, wie cool ist das Haus denn hier? Das Ledersofa ist toll, das Bett ist auch mega. Generell hier, die Eismöbel sind super. Finde ich richtig cool. Mein Liebling mit Barry zusammen. Also Erik ist mega cool. Richtig, richtig cool. Ach Gott. Oh, meine Müdigkeit kommt zurück. Dann können wir mal noch hier hingehen. So. Wir können ja mal gucken, was hier heute so im Angebot ist in der Schneiderei bei der Sarah. Mal gucken, vielleicht finden wir was Schickes hier. Man weiß ja nie. Oh, jetzt wieder eine Tiara. Ein Schnuller will ich nicht. Oh, den Pullover würde ich nehmen. Inkognito-Maske. Ärmelaufdruckpulli, den finde ich cool. Und die Schuhe sind auch mega. So, kann ich den nachher schreiben, Chrissy? So, ja, den kaufe ich. Ach, stimmt, stimmt, da gibt es dann ja mehr Farben von. Das vergesse ich immer. So. Mit Besuchen in Streams mache ich eher weniger. Also, dass ich andere Leute besuche, ja. Aber nicht, dass man mich besuchen kann, weil dann habe ich so krass viele Ladescreens die ganze Zeit. Das ist mal so ein bisschen nervig dann. Hallöchen, Wuscheltierchen. Wie sie guckt. Aber den haben wir ja schon, den weißen. Den finde ich aber eigentlich auch am coolsten. Oh, jetzt habe ich den auch gekauft. Hier, die Hippie-Sachen finde ich auch cool. Die kaufe ich auch mal. Das Kleid finde ich auch süß. Es ist eine Schürze. Nehme ich auch mal direkt. Kaufe ich die dann auch, wenn ich das da anwähle? Nein, tue ich nicht. Jetzt. Ja, das ist. Ich finde es mega nervig, dass ich einzeln kaufen muss. Oh, ich wollte den gar nicht anziehen. Ups. Shit. Ich bin sehr müde, ansonsten ist aber alles gut. Ich finde das so blöd, dass man alles einzeln kaufen muss. Das ist so... Also das wäre cool, wenn sie das mal noch irgendwie patchen würden. Das finde ich richtig cool. Die Hippie-Tunika, die finde ich richtig goldig. Oh, gleich habe ich da keinen Platz mehr. Oh, sorry. Röckchen, danke für dein Follow. Da. Ich habe ein Problem mit deinem Namen. Hau. Ich sage jetzt einfach mal Hau. Frühlingsstrickkleid. Das ist auch süß. Ich finde das Graue eigentlich noch süßer. Oh, die sind auch süß. Ja, hier die Basketballschuhe. Da werde ich definitiv noch zuschlagen müssen. Was haben wir hier für Schlappen? Schlupfschuhe. Auch cool. Nein, jetzt bin ich zurückgegangen. Boah. Aber ganz ehrlich, das dauert so ewig lange, wenn man hier shoppen gehen möchte. Das ist echt richtig nervig. Heute besuche ich niemanden mehr. Das ist jetzt die erste und einzige Insel, weil ich nicht mehr so lange streamen werde. Aber das Strickkleid, das will ich auch noch direkt mit besorgen. Das behalte ich jetzt auch erstmal an, glaube ich. Dankeschön für dein Follow, Maggie on top.